Ruhestand. Es gibt noch mehr Idealisten wie Otto Linhose. Mit den Pferdestärken ihrer Oldtimer-Schlepper haben junge Traktoristen vom Rohölzünderclub Kaufungen diese Arbeit für sich entdeckt. Samstagmorgen, Markus Fehr in der Rückegasse. Der Elektroniker-Azubi hat fürs Holzrücken ein Gewerbe angemeldet. Ist das denn eigentlich noch zeitgemäß, hier mit Holz was zu machen? Ja, also die Tendenz der Kunden steigt immer mehr. Immer mehr Leute rufen uns halt an und wollen Holz haben. Weil die wenigsten sich anscheinend weit selber trauen und sich der Aufgabe gewachsen sind. Auf den Zentimeter genau muss ein Treckerpilot auch vor den kleinsten Buchen rangieren können, ohne sie zu beschädigen. Viel Fingerspitzengefühl hat Tim Striening, der zweite im Team. Zwei ganz junge Männer und ein alter Schlüterschlepper. Das Dreiergespann hat sich bewährt. Langsam. Jo. Reicht? Ja. Ganz vor. Sie sind froh, dass Sie in diesem Jahr dünne Stämme zugeteilt bekommen haben. Die brauchen Sie fürs Brennholz nicht nochmal spalten. Weniger körperlich schwere Arbeit für schnelleres Geld. Das ist schon Tims zweiter Oldtimer, gekauft von dem, was sein erster gut restauriert beim Verkauf eingebracht hatte. Wenn man eigentlich immer ziemlich ruhig macht und alles und ein bisschen aufpasst, dass man nicht am Bäumen hängen bleibt, halten die eigentlich eine komplette Ewigkeit. Und wenn doch mal was kaputt geht? Dann muss man den besauren Apfel beißen und dann echt dann teure Ersatzteile kaufen. Also die sind noch nicht gerade günstig, das geht am meisten schon gleich in die Tausende rein. Kein geringes Risiko für Tim, denn er ist noch in der Ausbildung. Wenn andere Azubis in ihrer Freizeit ausspannen, spannen die beiden 19-Jährigen regelmäßig an. Die alten Leute im Dorf, was sagen die dazu? Ja, die finden das ganz toll und bitten uns um Hilfe mit dem Traktor, im Garten oder so Sachen. Es hat sich schnell rumgesprochen, dass wir sowas machen. Wenn das Frühjahr kommt, geht's für die beiden richtig los. Die Erde grubbern, was bedeutet lockern fürs Hafersäen. Weil die Trecker die Zugpferde in der Landwirtschaft verdrängt haben, wird nicht mehr viel von diesem Futtermittel angebaut. Aber der Bauer, für den sie arbeiten, braucht Hafer für Reitpferde. Mit der Drillmaschine ackern die beiden Oldtimer-Fans nicht für ihr Auskommen. Ihre Aufträge aber halten immerhin die Schlepper am Laufen. So wie hier Grubber und Drillmaschine präzise hintereinander herfahren, macht man das in der modernen Landwirtschaft nicht mehr. Ist nicht effizient genug. Schon vor 20 Jahren, also vor Markus und Tims Zeit, gab es Kombifahrzeuge wie dieses, das lockert und sät gleichzeitig. Damals, 1985, pickerten tausende Landwirte aus ganz Europa zum Feldtag der legendären Schlüterwerke. Also, wenn die Statistik nicht hinkt, dann wurden 40.000 Liter Maß Bier ausgeschenkt, 6.000 Händeln und 20.000 Paar Würstel verdrückt, innerhalb von 2 Tagen von über 45.000 Besuchern der 27. internationalen Informationstagung und Großverführung auf Gut Schlüterhof in Freising. Was die Bayern können, haben die Hessen längst drauf. Statt Großvorführung nennt sich das hier einfach Ausfahrt. Die Rohölzünder auf ihrem Treck durch das verschlafene Kaufungen am Sonntagmorgen. Auch wenn aus den Fachwerkhäusern keine Bäuerinnen mehr winken und auf den Maschinen keine Bauern mehr sitzen, durch das moderne Kaufungen dröhnen wieder die Motoren, ein einziges Mal im Jahr. Der älteste Trecker heißt Mops. Mit 8 PS gibt er das Tempo vor. Wir arbeiten da Wochen und Monate im Voraus schon drauf hin. Und wenn es denn soweit ist, dann freuen wir uns und können Tage vorher gar nicht mehr schlafen, weil wir aufgeregt sind. Und wenn denn alles gut funktioniert und die Leute haben sich wohl gefühlt, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht und haben die Bestätigung für unsere Arbeit bekommen. Die Treckerpiloten haben von den Rohölzündern Anweisungen bekommen, Abstand halten. Sicherheitsgurte und Airbag gibt es auf Schleppern nicht. Im nordhessischen Bergland müssen schwache Bremsen schwere Trecker halten.
Der Mopshorn braucht mal eine Pause. Die Geschichte der mechanisierten Landwirtschaft im Stau. Ja, mit so vielen Maschinen fährt man nicht alle Tage. Umso schöner ist es, dass so viele daran teilnehmen und mit Spaß und Freude bei der Sache sind. Oben auf dem Berg kommt der Mops wieder gut voran, hat hinten seine Dreschmaschine dran. Mit Kind und Kegel raus in die Sommersonne. Urlaubsstimmung. Nicht für den Landwirt. Es ist die Zeit des Grasschnitts. Früher harte Arbeit, heute sportlicher Wettbewerb. Auf die Plätze, fertig, los! An der Sense, 5 Meter Gras vor ihm, Nico Sonnenschein, 10 Jahre alt. Er tritt für den Sensenclub Bodenfelde an. Durch! Und nochmal! Und nochmal die Ecke weg! Und gut, wunderbar! Gleich ist seine Schwester dran. Sie mäht in der 3-Meter-Klasse. Das ist Amy, auch Sonnenschein, 5 Jahre alt, liebevoll geführt vom Vater. Wichtig, die Hüftbewegung. Sie haben täglich trainiert. Und die reisen aus Ostfriesland an. Zum ersten Mal hier, ja. Wir sind mit 41 Leuten angereist. Die mähen natürlich nicht alle mit, aber 15 Leute mähen auf jeden Fall mit. Los! Hauptsache kein Maulwurfshaufen im Terrain, dann würde die Sense stumpf. Das Blatt hinten runtergerückt, ihre Sense muss laufen. So schwingt sie voran. Die Frau im Ostfriesen-Shirt, sie mäht bei den Damen für die Wiesentrimmer. In der Pause wird richtig scharf gemacht. Da wird nicht drauf rumgekloppt, sondern gedengelt. Wenn man sie schleift, hält erstens der Schnitt nicht so lange und zweitens wird sie rapide kleiner. Die Sense war eine Kostbarkeit. Früher hatte sie den Wert, jeder kleine Ziegenbauer hatte eine Sense. Und die wurde in Erden gehalten. Und die Sense kriegte keiner in der Hand. Nicht? Die hing der Vater wieder hin und dann blieb die da hängen, bis er sie wieder nahm. Wehe dem, der Junge nahm sie und hackte damit in der Erde rum, dann gab es welche in den Nacken. Ich wünsche nicht die Verhältnisse von damals, wo man sensen musste, um zu überleben. Aber ich wünsche mir viele junge Leute, die diese schöne Kulturtechnik weiter üben, damit sie nicht verloren geht. In Respekt vor den Vorfahren, die das aufgebaut haben mit der Sense in der Hand, was wir heute genießen können. Nach segnenden Worten bekommt Amy ihren Pokal. Die Sonnenscheins sind die erfolgreichste Familie. Nico Sonnenschein. 16 Sekunden. Vom 3. Platz überrascht ein Naturtalent. Schon umgezogen ist die Verkäuferin aus Wiesmoor. Sie hatte vorher ein Jahr nicht trainiert. Auf die Plätze, fertig, Mähbalken runter. Die Klasse Mähwerk mit Laufrad lässt die Messer rattern, zeigt, wie Mähen schneller geht. Das sind hier die Sieger. Unschlagbar, bis die Trecker kamen. Ihr Preis? Saftige Kost. Wo Gras gemäht wurde, muss Heu gewendet werden. Auch dafür gab es schon bald Maschinen, wie dieses abenteuerliche Gerät, die Hexe. Sie kann das Heu perfekt auf Schwart legen, wie der Nordhesse hier in Gudensberg sagt. Das Tollste, sie lässt sich sogar von einem Sportwagen ziehen, einem echten Porsche, dem Junior Diesel, Baujahr 1960. 14 PS, ein Zylinder, Anfang der 60er Jahre gebaut worden in Friedrichshafen am Bodensee. Das ist die günstigste und kleinste Alternative, einen Porsche zu fahren und zu besitzen. Thorsten Pitzer und so.